Ob Millionenstädte wie Wien, Amsterdam oder Paris oder eine kleine Landgemeinde mitten in Oberösterreich. Eines haben sie gemeinsam, in jedem Haushalt entsteht Abwasser. Und so idyllisch und ländlich es hier etwa in Oberschlierbach auch ist, noch vor kurzem gab es ein Problem, üble Gerüche. Wir haben ein relativ großes Gemeindegebiet, über 18 Quadratkilometer und das bei rund 200 Haushalten. Das heißt, wir brauchen auch relativ weitläufige, langläufige Kanalverrohrungen. Jetzt ist es so, durch diese weiten, geschlossenen Kanalrohre kommt eben kein Sauerstoff dazu. Dadurch entsteht Schwefelwasserstoff. Dieses Schwefelwasserstoff sorgt leider für üble Gerüche. Und da haben wir eben in der Vergangenheit immer wieder auch Probleme gehabt. Und für diese Probleme reicht auch das Abwasser von nur wenigen Haushalten aus. Und nicht nur das, dieser Schwefelwasserstoff ist giftig. Ja, man sieht es da eh an den Deckel zum Beispiel schon. Die sind massiv korrodiert. Und es greift auch das Edelstahl, das Innenleben von dem Pumpwerk, richtig an. Seit Jahrzehnten forschen Ulrich Kubinger und sein Team daran, solche Schäden zu verhindern. Sie entwickeln flüssige Zusatzmittel, die das Abwasser reinigen. Mit Erfolg. Mit ihren Produkten wird für über 250 Millionen Menschen weltweit das Wasser wieder sauber und geruchfrei gemacht. Also zum einen binden wir schon Schwefelwasserstoffe, die durch gewisse Faulungsprozesse dort entstehen. Und zum anderen verhindern wir, dass weitere Faulungsprozesse entstehen durch Einbringung einer Sauerstoffquelle. Ja. Schon wenige Tropfen wirken. Dank diesem Tank mit etwa 1000 Liter sogenannten Kalzoferit gibt es in Oberschlierbach das ganze Jahr keine üblen Gerüche mehr. Dosiert wird nach Bedarf. Ich muss regelmäßig meine Kontrollen machen. Schauen, ob das eh funktioniert und auch teilweise im Sommer müssen wir ein bisschen mehr beimengen, wenn die Temperaturen höher sind und im Winter ein wenig weniger, das muss man dann auch ein bisschen korrigieren. Über 60 Patente hat die VTA aus Rottenbach mit ihren Mitteln bereits angemeldet. Chemiker, Mikro- und Molekularbiologen forschen täglich in ihren Laboren mit einem Ziel, Wasser säubern und damit auch geruchfrei machen. Und das funktioniert überall, ob in der Millionenmetropole oder der kleinen Landgemeinde in Oberösterreich.